Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch mal drüber sprechen, was euch Achtsamkeit in eurem Leben bringt, was es euch lehrt, was Achtsamkeit überhaupt ist und wieso es euch langfristig damit viel, viel besser gehen wird. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Like da und abonniert kostenlos unseren Kanal. So verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Und jetzt würde ich sagen, geht's los. Der Begriff Achtsamkeit ist natürlich ein Riesenthema. Manche Menschen studieren das jahrelang und sind noch nicht am Ende damit. Was bedeutet Achtsamkeit eigentlich? Es bedeutet, mehr zu sich zu finden in erster Linie. Mehr bei sich zu sein, wichtige Dinge im Leben wahrzunehmen und sich von ganzem Stress und Hektik im Alltag zu befreien. Achtsamkeit bedeutet auch, den Moment zu genießen. Jede Sekunde zu leben, zu genießen, zu nutzen. Aber das ist eigentlich gar nicht möglich. Unser Gehirn ist eigentlich gar nicht so aufnahmefähig, jeden Moment des Tages abzuspeichern. Wir können aber unser Gehirn so trainieren, dass wir mehr am Tag mitnehmen können, dass wir bewusster leben können und eben achtsamer leben können. Unser Gehirn ist eigentlich am Tag völlig überlagert mit sämtlichen Dingen. Da geht es schon los mit Social Media, mit unserem Smartphone, mit Einflüssen von außen. Und gerade das Leben in einer Stadt ist oft viel, viel stressiger. Und was wir heute machen, wir gehen mal eine Achtsamkeitsroutine durch. Dazu gebe ich euch heute mal ein paar Tipps und wir gehen das mal Schritt für Schritt durch, wie man das so machen kann. Und natürlich wird man nicht von Anfang an das alles so hinkriegen oder schaffen oder so. Aber versucht mal wenigstens ein paar Momente eures Tages mehr für euch zu nutzen. Wir sind früh am Morgen und wir wachen gerade auf. Das ist unser erster Moment des Tages, dem wir uns fast nie bewusst sind, weil uns oft ein Wecker aus dem Schlaf reißt. Und das Erste, was wir machen, wir stehen nicht auf. Wir drücken auch nicht Snooze oder so, sondern wir drücken einfach Stopp und wir liegen bewusst da und spüren unseren Körper. Wir atmen ruhig, wir sortieren unsere Gedanken und wenn wir merken, wir sind schon, oh nein, wir sind schon auf Arbeit oder wir sind schon, Mist, ich muss heute das machen, das ist schon der erste Fehler. Wenn wir diese Gedanken haben, dann eliminieren wir die. Allein 2-3 Minuten in diesem Moment werden euch vorkommen wie Ewigkeiten. Sie bilden quasi die Basis für einen erfolgreichen Tag. Als nächstes sind wir zum Beispiel unter der Dusche. Auch da wieder die Sache wahrzunehmen, wie das Wasser auf deinem Körper ist zum Beispiel, welche Temperatur es hat. Manche duschen sogar kalt, um einfach wacher zu werden. Und auch wenn die Gedanken kommen und du denkst, oh, ich muss mich jetzt schnell anziehen, dann muss ich da, hoffentlich ist vielleicht kein Stau oder so, hoffentlich verpasse ich den Zug nicht oder was auch immer. Wenn das alles kommt, versuch das wieder aus deinem Kopf zu kriegen und ruhig und entspannt zu bleiben. Und viele Leute stellen sich immer vor, das muss Minuten und Stunden gehen. Nein, das ist nicht so. Wenn du jede Sache einfach nur ein paar Sekunden langsamer machst, ein paar Sekunden entspannter sein, wird sich das auf dein gesamtes Nervensystem übertragen. Und es gibt diesen Spruch, wer in Eile ist, der sollte langsam gehen. Speichert euch das ab. Ein sehr, sehr wichtiger Spruch. Danach lebe ich eigentlich und oft fragen mich Leute, hey, warum bist denn du so entspannt oder so? Es sind viele kleine Momente im Tag, die ich für mich nutze. Wenn du jetzt zum Beispiel mit anderen zusammenlebst, dann nutze den Moment, um ihnen achtsam zuzuhören. Starte vielleicht damit, dass du ihnen etwas Nettes sagst oder fragst, was heute bei ihnen los ist oder eine wichtige Situation des Tages, über die ihr nochmal am Morgen sprecht, wo ihr euch gemeinsam gedanklich darauf vorbereitet. Aber wichtig ist, sei ganz bei dem Menschen und habe wahres Interesse an der Person. Wir haben unsere Morgenroutine soweit abgeschlossen und sind jetzt auf dem Weg zum Auto. Wenn wir vor dem Auto stehen, warten wir noch einmal kurz, entspannen uns, hören tief in uns hinein, gehen drauf ein, jetzt geht's los, ich fahre jetzt zur Arbeit und dann beginnen wir das Ganze. Wir steigen nicht hektisch und gestresst in das Auto ein, ja, reißen da irgendwie die Tür auf, schmeißen unser Zeug da rein und so und dann fahren wir los, ja. Genau das lässt nämlich Gefahren entstehen, die uns vielleicht beim Autofahren irgendwie stressbedingt dann ablenken. Und da sind wir beim nächsten Thema. Auch wenn wir Auto fahren, mach mal das Radio aus. Ich habe jahrelang schon kein Radio mehr an im Auto, außerdem besitze ich gar kein Auto. Aber sollte ich mal Auto fahren, was ab und zu mal vorkommt, habe ich meist kein Radio an. Und viele Leute können sich ohne Radio gar nicht miteinander beschäftigen. Also die können gar nicht miteinander reden. Die haben gar keine Themen gemeinsam. Sie müssen einfach von dieser Beschallung abgelenkt werden. Mach das Radio aus. Achte mal auf das Geräusch des Autos. Nimm die Lichter wahr. Nimm die anderen Fahrzeuge wahr. Oder wie du auch da sitzt. Wie ist deine Haltung? Bist du angespannt? Die Schultern schon wieder da oben oder irgendwo anders? Und versuch das Ganze loszulassen.
versuch dich zu entspannen und vielleicht auch etwas langsamer zu fahren. Übrigens, Rasen ist kompletter Blödsinn, bringt euch überhaupt nichts, denn man kann das irgendwie ausrechnen, wie viel schneller man fahren müsste, um wirklich Minuten zu sparen. Und wenn ihr zum Beispiel steht, hier ist 60, dann müsstest du fast 100 oder 120 fahren, um wirklich eine signifikante Zeitersparnis zu haben. Jetzt sind wir angekommen vom Büro oder vor unserer Arbeit und jetzt gehen wir darüber. Und auch das Gehen, lasst es achtsamer sein, lasst es entspannter sein. Geht vielleicht mal ein anderes Tempo als sonst. Hetzt da nicht rein, sucht nicht schon eure Karte raus zum Einchecken oder irgendwas, sondern geht langsam, versucht es mal tief mit eurer Atmung zu kombinieren zum Beispiel und lasst die ganze Spannung raus. Und auch wenn ihr vor der Bürotür steht, atmet tief ein und aus und relaxt erstmal und startet in das nächste Kapitel. Jetzt bist du angekommen auf deiner Arbeit und du siehst, was für ein Berg da vor dir liegt. Das Erste, was du machen musst, ist, diesen für dich zu strukturieren. Jeder muss irgendwo seine eigene Arbeitsstruktur finden, ob das stressige Aufgaben zuerst sind, komplexe Aufgaben zuerst sind. Also jeder muss seine Arbeitsstruktur finden. Man sollte sich aber eine machen, weil das lässt sich über den Tag entspannter sein einfach und du weißt, was da noch auf dich zukommt. Die Möglichkeit, dass Menschen in die Zukunft sehen können, indem unser Gehirn gelernt hat zu planen, ist eigentlich eine sehr gute Sache für uns. Deswegen wird es euch entspannter sein lassen, wenn ihr eben diese Planung macht. Und dazu kommt eine ganz klare Strukturierung eurer Tätigkeiten. Wenn ihr zum Beispiel eine Aufgabe macht, dann seid fokussiert. Macht nur diese Aufgabe. Lasst euch nicht ablenken. Lest keine Mails. Geht nicht ans Telefon. Stellt das Ding am besten stumm oder so. Und lasst euch vor allen Dingen nicht von euren Smartphones oder anderen Kollegen ablenken. Denn eins sei euch bewusst, man kann immer etwas anderes tun. Und es gibt immer eine Ablenkung. Es gibt immer irgendwas, was jetzt gerade wichtiger sein könnte als das, was ihr gerade macht. Aber gerade dieser Fokus wird euch achtsamer durch den Tag gehen lassen. Und er wird euch vor allen Dingen schneller sein lassen. Ganz, ganz wichtige Sache. Denn eben Ablenkung bringt ja euren Gedankenprozess durcheinander. Er holt euch raus aus der Situation. Und dadurch braucht das Gehirn länger, sich wieder darauf zu konzentrieren, wieder reinzukommen und so weiter und so fort. Und wir arbeiten eigentlich nur wenige Stunden am Tag wirklich produktiv. Der Rest ist, ja, verschwendete Zeit, wenn man mal ehrlich ist. Jetzt ist Mittagspause. Wir haben einen guten, entspannten Vormittag gehabt. Wir wissen, was Nachmittag auf uns zukommt. Und jetzt ist Mittag. Macht einmal in der Woche vielleicht ein Essen nur für euch allein. Ein Essen ohne Ablenkung. Kein Podcast, keine Videos, kein Social Media. Seid einfach bewusst in der Situation, seid ruhig und esst mal für euch allein. Schaut mal, was da für Gedanken auf euch zukommen und vielleicht habt ihr ganz neue Ideen oder vielleicht merkt ihr, hey, das muss ich ja noch machen, das muss ich ja noch machen. Wenn der Moment kommt, löscht den Gedanken. Seid nur bei eurem Essen. Vielleicht habt ihr euch vorher sogar was super Leckeres gekocht, dann konzentriert euch auf den Geschmack, auf die Form, auf die Farbe. Wie haltet ihr das Besteck? Wie sitzt ihr da? Wo seid ihr gerade? Ich hasse zum Beispiel Mensa, Kantinen und sowas. Ja, da ist super viel los, es ist mega laut, Ablenkung ohne Ende und eigentlich kein Moment, wo man sich wirklich auf sich konzentrieren kann oder wo man zur Ruhe kommt. Deswegen geht vielleicht raus, wenn ihr esst, in irgendeinen Park oder sei es nur eine Bank oder geht an einen neuen Ort, an einen Ort, den ihr noch nie wart. Wenn es nur in der Umgebung eurer Arbeit ist, denn das wird euch sehr, sehr gut tun, das macht euch etwas kreativer. Und ihr lernt was Neues kennen. Ein Hobby von mir ist zum Beispiel, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, ich gehe keinen Weg zweimal. Dadurch sehe ich immer was Neues und oft hat es sich gelohnt. Am Nachmittag ist es eure einzige Aufgabe, immer mal wieder kurz innezuhalten. Immer mal wieder eine Minute zu atmen. Zum Beispiel die Apple Watch hat so eine Funktion, die euch atmen lässt. Das ist eigentlich ganz spannend, denn die Firma hat das schon lange verstanden, wie wichtig solche ruhigen Momente für euch sind. Leider braucht man oft erst ein digitales Gerät, um sich wieder zu besinnen. Das könnt ihr zum Beispiel auch machen, indem ihr einen Wecker stellt oder einen Timer stellt in eurem Handy, der immer mal sanft vibriert und dann macht ihr eine Achtsamkeitsminute. Einfach da sitzen, Spannung wieder ablassen, ruhig sein, vielleicht nochmal gerade hinsetzen, neu konzentrieren, was ich als nächstes sagen möchte oder machen möchte. Und that's it. Der Tag ist rum. Ihr habt die Arbeit geschafft. Und jetzt ist euer Nachmittag angebracht. Ihr sitzt gerade im Auto, ihr müsst jetzt zurückfahren, ihr habt vielleicht Angst vor Stau oder was auch immer. Nehmt einen Moment, schüttelt das Ganze ab,
Lasst die Arbeit da, wo die Arbeit ist. Nehmt sie nicht mit nach Hause, ist ganz, ganz wichtig. Hände ans Lenkrad, schauen, Spannung wahrnehmen, Motor starten und genauso wie am Morgen langsam und ruhig zurückfahren. Wenn ihr in eine Situation kommt, zum Beispiel wie ein Stau, den ihr im Moment eh nicht ändern könnt, dann nützt es nicht, sich aufzuregen, sich zu verspannen, zu meckern oder was auch immer. Ihr könnt den Moment nicht ändern. Beschäftigt euch lieber mit Dingen, die euch vielleicht gut tun oder was schön am Tag war, vielleicht Erfolgserlebnisse, die ihr hattet, vielleicht Dinge, die ihr dann zu Hause machen wollt, worauf ihr euch am Ende der Woche freut oder in Zukunft freut. Plant vielleicht sowas. Und auch so ein Stau ist eigentlich mal ein guter Reset und eine Zwangsachtsamkeitsmethode. Seht es vielleicht mal so. Wir sind jetzt zu Hause, stehen vor unserer Haustür und wir haben es geschafft. Unsere Pflicht ist eigentlich getan und unsere Zeit beginnt. Für viele ist es so. Nur das sind die wenigen Stunden des Tages, die man zur Verfügung hat, sie für sich zu nutzen. Für sich zu nutzen meine ich auch zum Beispiel für seine Familie oder für seine Kinder, bewusst mit ihnen umzugehen. Bevor ihr in das nächste Kapitel, in die nächste Rolle eures Tages springt, steht nochmal kurz da, atmet tief ein, lasst die ganze Spannung raus, die sich so aufgebaut hat am Tag und tretet ein. Das war ein sehr achtsamer Tag heute und wichtig ist einfach zu wissen, Stress brauchen wir nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Leben so entspannt wie möglich ist und wir müssen dafür sorgen, dass wir so viel Zeit wie möglich für uns und die lieben Dinge im Leben haben, die uns einfach wichtig sind. Es wird euch helfen, die Tage zu reflektieren, Momente zu reflektieren, Situationen zu reflektieren. Vielleicht kommt es euch am Anfang wie sehr viel Arbeit vor, weil ihr das vorher noch nie gemacht habt. Irgendwann wird es Gewohnheit und ihr werdet merken, dass ihr viele Situationen vielleicht anders hättet meistern können. Vielleicht hättet ihr anders reagieren können, entspannter, andere Worte wählen, alles solche Dinge. Diese gesamte Entschleunigung, die ihr durch ein kleines Achtsamkeitstraining am Tag erfahren werdet, wird euch in eurem Leben helfen, auch mit den stressigsten Situationen umzugehen. Vor allen Dingen das Thema Fokus ist dabei sehr, sehr wichtig. Deswegen sind auch viele Menschen, die in hohen Leistungspositionen sind, so strukturiert in ihrem Tag, weil viele Dinge auf einmal lassen dich scheitern. Das ist so. Also ihr müsst Fokus haben auf eine Aufgabe. Vielleicht endet ihr den Tag dann mit einer kleinen Meditation, 10 Minuten nur für euch. Und ganz wichtig ist auch hier das Thema wieder Kommunikation. Viele kommen zu mir und sagen, Roman, ich habe nicht mal Zeit am Tag, 10 Minuten für mich, bin so gestresst. Aber Leute, kommuniziert doch miteinander. Sagt den Leuten, auch wenn es zum Beispiel eure Familie ist, dass ihr jetzt einmal kurz Zeit braucht. Erklärt ihnen, was ihr macht. Zum Beispiel auch Kinder sind sehr lernbereit, wenn ihr ihnen erklärt, ich meditiere jetzt. Und dann wollen sie vielleicht wissen, was das ist oder so. Und ihr nehmt sie am Ende sogar mit und sie meditieren mit euch. Danke, dass ihr bei diesem Video dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und abonniert kostenlos unseren Kanal. Hier verlinke ich euch weitere spannende Videos über Frugalismus und Minimalismus. Und ich wünsche euch eine stressfreie Zeit. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.